Oh, war hier drin. Also ich habe den Digital Miner in der Zwischenzeit ein bisschen was minern lassen und da fällt mir gerade was ein. Ich hatte den jetzt auch einmal mitgenommen, um ein paar Sachen zu besorgen. Also, Digital Miner. Hier ist noch eine Ultimate Energy Cube drin, der ein bisschen gefüllt ist. Das ist erstens für einen Feldversuch auf dem Server gewesen und zweitens brauchte ich ganz, ganz dringend ein Material. Konfiguration. Nein. Doch, nein. Also, hier steht ja noch Silk On. Kurz mal einen Schluck Kaffee getrunken. Bei Diamanten, Redstone und Emeralds, da war ich mir ja nicht so ganz sicher, was die Konfiguration und Silk Touch anbelangt. Leute, ich gebe euch den Tipp. Minert, Redstone, Emeralds und ich sag mal alles, was so irgendwie sich umwandelt. Lapis, Lazuli und so weiter. Was halt keinen direkten Block abbaut. Baut das mit Silk Touch ab. Den Rat kann ich euch nur geben. Denn bei den Emeralds zum Beispiel, man sieht hier im AE-Netzwerk sind 16 Emeralds. Er hat 16 mal Emerald gefunden und hat 16 mal Emerald dem AE-Netzwerk hinzugefügt. Also das heißt, baut die Dinger bloß mit Silk Touch ab und dann macht er irgendwie eine Verdopplung oder irgendwas draus. Den Tipp kann ich euch nur geben. So, Alloy. Elektrolyt, irgendwas. Sag mal, was ist denn hier schon wieder los? Sind die Zellen leer? Brian ist leer, ist klar. Applied Energistics ist übrigens neu dazugekommen. Das Ding hier, ja, das leert sich auch wieder so ein bisschen, wa? Naja, gut, dem werden wir gleich ein Ende setzen. Aber erstmal, ich glaube, wir haben immer noch zu wenig Alloy-Krams, Gedöns. Und da ist nämlich jetzt halt zur Zeit, nee, wir haben jetzt eigentlich genügend. Da ist jetzt halt zur Zeit das Problem, warum ich den Elektrolytik-Separator bauen möchte. Ein weiteres Mal. Dafür brauchen wir jetzt noch. Die haben wir schon. Habe ich schon hingezogen. Ich brauche Dinge, die, glaube ich, hier drin sind. Da herinnen. Sieht gut aus. Sö mit Ö. Also, wir müssen Folgendes machen: Wir müssen den Kameraden ein weiteres Mal bauen. Plopp. Hydrogen, Oxygen, wieder schön falsch rum. Das Hydrogen dumpen wir weg. Komplett, totally, completely, whatever. Okay, pass auf. Dann, wenn der das so macht, das will ich ja gar nicht haben. Scheiße, ich wollte aber erst mit Big Reactors anfangen. Wie machen wir das denn? Pass auf, ich reiße hier einfach die Wand weg, ja? Ist mir egal. Denn das, was ich jetzt vorhabe, oder das, was jetzt eigentlich kommen sollte, sollte eigentlich erst später kommen. Nachdem wir uns mit dem Mod Big Reactors ein wenig befasst haben. Boah, jetzt keine Lust hier. Komme ich aber nicht drum rum. Na, doch. Wow. Sauber. So, Oxygen. Das lassen wir auch offen, denn das Ganze wird nachher noch anders kommen. Das sah ich euch schon mal. So. Jetzt kann er hier auch endlich loslegen, denn ich habe hier einen derben Oxygen-Fail gehabt. Ja, der eine kam mit der Produktion nicht hinterher. Ich hoffe mal, dass jetzt zwei Stück mit der Produktion hinterherkommen. So, und ich sage schon einmal, hier so machen wir auf jeden Fall bis dahin. Wahrscheinlich, eventuell. Bevor wir mit Big Reactors anfangen, reiß ich das hier schon mal ein. Je nachdem, wie nachher die Zeit nämlich ist, dann könnt ihr euch nämlich schon so in etwa vorstellen, was ich will, wohin ich will, was ich vorhabe. Denn mir gefällt das alles hier nicht mehr. Und darum habe ich mir überlegt, scheißegal, wir machen hier einen großen, fetten Raum draus. Ja, also, was heißt groß und fett? Groß und fett nicht unbedingt. Wir grenzen das Ganze aber an dieser Stelle. Ich glaube, an dieser Stelle. Irgendwie so grenzen wir das hier ab. Ich glaube, einen müssen wir noch wegreißen, dass das ein bisschen ordentlicher aussah. Ich hatte das schon einmal vorgebaut. Genau, bis hierhin. Bis hierhin reißen wir das Ganze weg. Hoppala. Und dann bauen wir diese Maschinen hier. Also insbesondere die Factories und so weiter. Die werden wir hier lang bauen. Denn können wir uns nämlich das AE-Netzwerk
sparen als Zwischenpuffer. Denn könnten wir nämlich diese Maschine hier, dieser Maschine hier sagen, du drückst die Shards raus und drückst die dann bitte direkt in die erste Maschine, sprich hier die Basic Factory Purifying Kram gedöns. So, und dann der normale Weg. Und dann können wir nämlich sagen, hinterher plopp AE rausziehen. Dann haben wir das AE-Netzwerk nicht mehr dazwischen. Halte ich für erstmal, das möchte ich bitte dazu sagen, das halte ich jetzt gerade erstmal für eine gute Idee. So, okay. Wir fangen jetzt an, denn, warte mal, hier, das möchte ich einmal auch nochmal zeigen. Also, erstens, das Ding hier, beziehungsweise das Ding hier, kommt weg. Das Ding hier ist, wie auch Butze und Baker immer wieder feststellen, das ist absoluter Schrott. Plus dem Apparat absoluter Schrott. Den setzen wir um, den setzen wir später da hinten mit hin. Aber erst wenn das alles hier läuft einigermaßen. Das ist jetzt nur mal schon mal so eine Zukunftsidee. Falls ich das offscreen mache, der Separator kommt hier mit hin und wird dann halt in dem Fall auch hier Oxygen produzieren eben und das Hydrogen dampen und wird dann halt hier so ein Basic Factory damit einspeisen. Das Ding hier ist schön und gut. Geht mir aber tierisch auf die Nüsse, weil ich bin jetzt öfter mal online gekommen und das AE-Netzwerk stand still. Bob, stand still. Weil, ja, jetzt sieht man nämlich, jetzt hat er auf beiden Seiten None. So, jetzt ist diese Maschine hier, die ist irgendwann fertig. Ja, die ist irgendwann fertig mit den, ich glaube, noch zu machenden 6000 Items. Mag jetzt irgendwann in den nächsten 1, 2, 3 Tagen passieren. So, dann schaltet sich hier das Hydrogen, nein, das Oxygen läuft dann ganz klar in den Tank. Nach dem Tank läuft sich in der Maschine voll und es wird kein Hydrogen mehr erzeugt. So, was passiert, wenn kein Hydrogen mehr erzeugt? Ganz klar, der Hydrogengenerator ist aus. So, jetzt könnte ich natürlich auch die Heat Generators wieder in Betrieb nehmen. Die fressen aber Lava und die fressen dauerhaft Lava. Da ist jetzt das nächste Problem, die vier werden aus irgendeinem Grund zuerst angesteuert, bevor er hier angesteuert wird. Wahrscheinlich, weil die vier zusammen mehr Energie machen als der eine. Ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Hat mit gestern Abend zu tun, dass ich wahrscheinlich noch öfter mal wahrscheinlich sagen werde. Denn ich hasse Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Denn Wahrscheinlichkeitsrechnungen entziehen sich aus meiner persönlichen Sicht vollkommen dem reellen Verhältnis. So, egal. Das war nun mal am Rande. Deswegen habe ich gestern Abend auch irgendwann einfach die Kopfhörer abgenommen und habe gegrinst. So, okay. ME, alles klar. Hier läuft es jetzt halt zurzeit. Zurzeit ist es halt am Laufen. Das Ding wird immer wieder so ein bisschen nachgefüllt, nachgefüllt, nachgefüllt. Was da für ein Raum ist, kommen wir gleich zu. So, hier die Windenergie. Das läuft jetzt aktuell zurzeit. Whatever, wie auch immer. Jetzt möchte ich aber den hier, den Digital Miner, den möchte ich auch irgendwann wieder versetzen und woanders hinstellen. So, also das heißt, wir brauchen Energy to go. Da nehmen wir erstmal den Ultimate Energy Cube. Den werden wir wahrscheinlich sowieso nicht nehmen. Wir werden uns wahrscheinlich nochmal einen Dimensional-Transceiver bauen. Aber dazu später mehr. Okay, wir kommen jetzt zu Big Reactor. Big Reactor, große Maschinen. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus, sagte er und betrat diesen Raum und ging gleich wieder raus. So, der Raum ist mit Absicht in der Größe gewählt, wobei ich dazu sagen muss, a Big Reactor, das ist die erste Stufe, mit der ich anfange. Da kommt noch eine zweite irgendwann dazu. Okay, wir brauchen als erstes Reactor Casing. Das wird gebaut aus Iron, Graphit, Pitchblende bzw. Uranium. Wir nehmen einfach das normale Uranium. Das aus Gregtech, das funktioniert auch. Ja, Graphit. Wie kommen wir an Graphit denn überhaupt ran? Wir schmelzen Kohle. Ganz normal in den Ofen. Kommen wir da eigentlich auch an mehr ran? Ja, hier, wenn wir ein Graphit-Gear benutzen. Ich packe mir mal einen Helm, ey. Oder hier, wir machen erstmal einen Graphit-Block. Auch dezent überflüssig. Ja, also, unterm Strich sagen wir mal Kohle brennen. So. Flop. So sieht das Rezept aus. Und jetzt kommt der Hammer. 64. 128. Ein Stack mindestens noch.